Zweifelfontein. Seit 2007 gehört diese uralte Kunstausstellung im Nordwesten Namibias zum Weltkulturerbe. Mehr als 2500 Steingravuren gibt es hier zu bewundern. Über ihr Alter streiten die Experten noch. Einige schätzen es auf mehrere hundert Jahre, andere sogar auf einige tausend. Zur Besichtigung der Felsplatten führen zwei Wanderpfade. Ein Guide ist inzwischen Pflicht. Zu viele Besucher haben versucht, Teile der Gravuren als Andenken mitzunehmen. Uns begleitet Raimund Geisepp. So the shortest option is half an hour and it's known as dancing gudu. Okay, it includes Wir haben zwei Möglichkeiten. Die eine Tour dauert eine halbe Stunde und ist bekannt als Dancing Kudu. Die andere dauert eine Stunde und schließt auch die Gravur des Löwen mit dem langen Schwanz ein. Es liegt also an Ihnen. Benannt ist Zweifelfontein nach einer kleinen Quelle. Über Jahrtausende hat sie Mensch und Tier in dieser trockenen Umgebung angezogen. Hoch oben von den Felsen konnten die Jäger außerdem ungestört das Wild beobachten. 1947 zog dann Farmer David Levy in die Gegend. Die Ruine seines Hauses ist heute noch zu sehen. Er taufte den Ort Zweifelfontein, was so viel bedeutet wie zweifelhafte Quelle. Denn ihr Ertrag war inzwischen nur mehr sehr spärlich. Today, if you look on the foot of a mountain, just near the green bushes, you see kind of. Wenn man an den Fuß des Berges schaut, neben den grünen Büschen da, sieht man eine Art Dach. Darunter ist die Quelle. Heute fühlt sie nur noch wenig Wasser. Der ursprüngliche Name dieser Stelle war Truistreis in Damara. Das bedeutet umgeben von Felsbrocken. Langgestreckte Berge säumen weite gelbe Grasflächen. Schroff ragen die rotbraunen Felsen in den ewig blauen Himmel. Dazwischen zeugen Geröll und zerborstene Blöcke von vorzeitlichen Gesteinslawinen. Zum größten Teil handelt es sich um Ätjosandstein, ein sehr empfindliches und vor allem nicht wasserfestes Material. Nur dem ausgesprochen trockenen Klima ist es zu verdanken, dass die Kunstwerke überhaupt überlebt haben. Klar, dass Wasser auch bei den Gravuren ein Thema ist. Ein Kreis mit Punkt in der Mitte bedeutet Wasserstelle. Hier sieht man die geometrischen Zeichen. Sie sind sehr schwierig zu deuten. Die übliche Erklärung ist, dass sie Wasserlöcher darstellen. Aber sie könnten genauso gut Zeichnungen der Sonne, des Mondes oder einfach Halluzinationen sein. Aber nehmen wir an, es sind Wasserstellen. Dann ist dies eine Karte mit den Wasserlöchern der Umgebung. Andere Felsplatten zeigen hauptsächlich verschiedene Tierfährten, Huf- und Pfotenabdrücke. Möglicherweise haben sie als Lehrmaterial für den Jägernachwuchs gedient. Besonders häufig findet man Zeichnungen von Giraffen. Der Grund dafür ist vermutlich, dass die Giraffe eine Art Regensymbol war. Wir denken, die Giraffe als längstes Tier sollte den Regen vom Himmel fangen. Eine andere Möglichkeit ist, dass sie die Giraffe als spirituelles Tier genutzt haben. Der lange Hals fungierte dabei sozusagen als Leiter gen Himmel. Die Gravuren sind außerordentlich gut erhalten und die Darstellung deutlich zu erkennen. Ein harter Stein diente dem Künstler vermutlich als Meißel, mit dem er Konturen ritzen konnte oder Flächen herausschlagen. Gravuren finden wir nur auf besonders ebenen Platten, die heruntergestürzt sind. Frisch gebrochen war das Gestein noch weich und konnte bearbeitet werden. Heute ist es ausgehärtet. Die berühmteste Gravur ist ein Löwe mit besonders langem Schwanz. We also call this actually as a star of a show, because this is very spiritual picture, because it looks more like a mix between human and animal. Wir nennen es auch den Star der Show, ein sehr spirituelles Bild. Es sieht mehr aus wie eine Mischung aus Mensch und Tier.
Wenn man sich das Schwanzende anguckt, sieht das ein bisschen aus wie ein Kopf mit Ohren und Haaren. Auch die Fußabdrücke sehen menschlich aus, mit 5 Zehen. Löwen haben aber nur 4. Wir vermuten, dass diese beiden Figuren in der Form eines Löwen von jemandem sehr mächtigen gezeichnet wurden. Vielleicht ein Medizinmann, der sich selbst in einen Löwen verwandelt, vermutlich um den kräftigeren Körper als Jagdwaffe zu nutzen. Es sieht nämlich so aus, als hätte er schon etwas gefangen, einen Springbock. The idea as a hunting weapon is because in the mouth it looks like he already has captured an animal, Springbok. So we believe that they try to transform their images into. Wir glauben, dass sie versucht haben, ihr Bild zu verändern. Bevor sie in die spirituelle Welt abtauchen, gab es eine Zeremonie, in der endlos getanzt wurde, bis sie in Trance fielen. In diesem Zustand waren sie in der Lage, sich in ein Tier zu verwandeln und zu verschwinden. Verwandlung und Besuch in der spirituellen Welt waren nötig, weil das Überleben der San von ihren Ahnen abhing. Sie glaubten, wenn sie die Vorfahren besuchen, können sie um deren Segen bitten, um Grundbedürfnisse wie Wasser, Medizin und Essen. Nach diesem Treffen kehren sie mit den Segnungen wieder auf den Boden zurück zu ihren Leuten. They will ask those blessings and came down with those blessings to the peoples on the bottom.